Hallo und herzlich willkommen zurück hier vor dem Tempel. Aber ich habe gesehen, hier ist ein Grasgar, den will ich auch haben. Ja, wir sind jetzt hier am Tempel dran und wir haben hier schon ein paar Fackeln jetzt gesetzt. Mal hier einfach mal aufmachen und gucken. Dort ist der Enderman. Hallo Enderman. Komm doch mal raus. So, da ist der Enderman. Woher? Wo ist er? Weg ist er. Wieso kommen hier auch noch die ganzen Creeper immer an, ey? Das nervt mich voll. So, ist der Einlassbereich wenigstens frei. Scheiß, ey. Und der respawnt die ganze Zeit, das nervt mich total. Was ist das denn überhaupt hier? Oh, was ist das denn? Der ist gesehen? Voll attackiert. Mit Strom oder irgendwas? Scheiße. Bösen Boden mal wegmachen hier. Boah, wie viele Spinnen da wieder sind. Warped Spider, Alter. Was habe ich denn hier für Gegner? Warded Spider. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh, diese Zauberzeug. Ich hasse es, ey. Oh, ich krieg hier noch einen Rappel, ey. Also das ist der schlimmste Tempel, den ich bis jetzt hatte. Oh, was ist denn unten los? Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. Wie kann denn das sein? Ja. Na klar. Damit sind die ganzen Schätze dahin. Und ich bin tot. Das ist scheiße, sorry. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder hier oben hin. Wir sind hier gerade respawned. Oh, ich bin gerade echt am Kotzen. Komme ich da dann wieder rein? So. Oh. So eine so viel geiles Zeug gefunden. Ich muss jetzt ganz schnell hin. Obwohl, so schnell brauche ich nicht hin, weil im Kreuz ist ja alles gesichert, aber das ist doch scheiße. Und warum werde ich nicht respawned? Bei den Sachen, bei unserem Bett, in unserem Haus, das ist doch scheiße. Das nervt mich. Oh, ich habe gar nicht auf meine Energie geachtet. Wahrscheinlich war die so weit runter durch diese Zauberfee und ich gehe da einfach runter. So ein Mist, ey. Ich gehe mal schnell zu dem Haus dahinter und hole mir was zu fratzen. Und dann müssen wir mal ganz schnell gucken, dass wir da irgendwie reinkommen, ganz schnell unsere Sachen holen. Aber bei den ganzen Monstern, die da waren, ey, und ich habe ja keine Waffe. Das ist doch alles wieder Mist, ey. Super. Wieder toll funktioniert, die Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber ich bin gerade ein bisschen sauer. Schnell noch was trinken, aber jetzt muss ich mich beeilen, bevor es dunkel wird. Weil im Dunkeln habe ich gerne nun gar keine Chance. Los. Sitz mal ein bisschen. Wir essen können wir dann noch. Gerade zu. So. Los, renne. Na Scheiße, ey. Entschuldigung, ich bin gerade sauer. Das war kacke, ey. Wir haben so viel Geiles gefunden. So lief das so gut. Und dann passe ich nicht auf.
und lass mich sowas von einfach wegnatzen. Ist doch doof. Doch doof, einfach doof. So, wir sind wieder da. An unserem Platz des Todes. Und ich hoffe, dass wir da jetzt irgendwie reinkommen. Und unsere Sachen kriegen. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich das mache. Es scheint ruhig zu sein. Gut. Heißt, ich kann ganz schnell... Oh, unsere Rüstung hat ja auch nicht gelitten. Die Rucksäcke. Die brauche ich zuerst. Los. Ach, mach doch mal jetzt hier. Zack, zack, zack. Dann brauche ich den Scheiß hier erstmal nicht. Ich brauche mein Schwert. Wo ist mein Schwert? Mein Schwert weg? Kann sein, dass das auch schon kaputt ist. Ding brauche ich erstmal nicht. Stickies. Kohle, Kohle. Ein Schatz. Tatsächlich scheint das Schwert weg zu sein. Das ist doch Mist. Ein Bogenbeug. Oh nee, Scheiß. Gib her den Kack. So. Den Todespunkt. Weg. So. Jetzt brauche ich aber erstmal. Da unten liegt noch was. Wie töte ich dich jetzt? So, töte ich dich. Hier liegt noch so viel, das brauche ich alles. Das heißt, ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Das ist scheiße, das ist scheiße. Das kann ich in einen der Rucksäcke packen. Schnell, schnell, schnell. Genauso wie den. So, das ist gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo in welchem Rucksack was drin ist. Hier sind die Enderperlen. Das Herz haben wir auch. Oh, Dark Boots, jawohl, die brauche ich nicht zu können. Oh. Geil, ich habe die Dark Boots schon gefunden. Das ist super. Dann brauchen wir nur noch Strom bei uns zu Hause. So, jetzt aber mal nicht weiter träumen. Ich muss den Rest hier auch noch irgendwie aufsammeln. So, das heißt. Wo ist es jetzt gewesen? Da ist es. Gunpowder. So. Oh nein, alles despawned. Scheiße, ich war nicht schnell genug. Aber wenigstens ein paar Sachen neu kriegt. So. Oh, was ein Scheiß, sag ich euch. Was ein Scheiß. So. Aber immerhin das meiste gerettet und ein bisschen neuere Sachen auch noch. Schade, da war noch ein geiler Burger, habe ich gesehen. Aber was soll man machen? Kann ja nicht alles klappen. Okay. So, ich bin froh, dass wir die Dark Boots gekriegt haben. Echt geil. Wir haben auch noch den Grass Garden jetzt dazu gekriegt. Cobblestone weg. Mossstone habe ich doch schon irgendwo mal drin gehabt hier. Da sind die Mossstones. Ein Bogen, ja, können wir mal übrig lassen. Aber ich mache erstmal. Ach scheiße, das war Blödsinn. So. Dann machen wir es jetzt mal so, wie ich es eigentlich vorhatte und gehen nach Hause. Aber ich habe kein Schwert mehr. Ich muss mir ein Schwert bauen. Hab ich noch den. Muss ich erstmal gucken. Den Crafting Table, habe ich den noch? Sieht so aus. Noch Holz? Mein Holz. So, schnell mal ein Crafting Table machen. Wahrscheinlich habe ich den irgendwo stehen lassen. So. Bevor wir jetzt hier craften, erstmal schnell pennen gehen.
So. Oh. Ist das ärgerlich. Schön fertig gemacht. Mm. So. Mein Eisen habe ich noch. Da bin ich auch ganz froh drüber. Das heißt, ein neues Schwert für mich. Keine Ahnung, ob mein Schwert da kaputt war oder warum das auf einmal alles nicht mehr so lief. So. Zucchini, habe ich die schon? Ich weiß es gar nicht. So. Wo ist denn jetzt der mit den ollen Pfeilen? Ist doch der erste. Nee. Da sind die Pfeile. So. Mit denen? Ja. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob wir jetzt so kühnisch schon hatten. Jetzt gehe ich hier wieder in die falsche Richtung. Da wollte ich lang. So, Leute, jetzt erstmal beruhigen. Einen Schluck trinken. Oh, das war ein Stress. Aber auch irgendwie geil, muss ich zugeben. Davon wollen wir gerne mehr. Stalkgarden nehmen wir auch mal mit. Dann haben wir ja schon fast alle Gartenarten, die wir bei uns mal zu platzieren können. Finde ich ziemlich cool, gerade dass wir den Grassgarten jetzt noch gut haben. Stalk haben wir vielleicht sogar schon, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Müssen wir mal gucken. Dann würde ich dort noch, habe ich noch ein bisschen Platz? Stalkgarten, habe ich Stalkgarten schon? Mal ganz kurz gucken. Leafy Gun. Ground Gun. Oder Gourd Gun. Berry Garden. Nee, ich glaube noch nicht. Das ist gut, dann haben wir was Neues. Aber ich brauchte noch Platz für eine Biene. Ach komm, mach den Bogen weg. Den kann ich mir auch selber bauen. Denn ich hole mir jetzt hier den Bienenstock eine Bienenkönigin. Und dann können wir nämlich Honig anbauen. Das ist auch was Geiles. So, das heißt, wir haben wieder eine extra Idee, was wir machen wollen. Wir wollen Kürbisse! Kürbisse! Wir wollen Honig anbauen. Und nochmal. Sorgan, sehr gut. Und nochmal. Kann ich schon dreimal platzieren. Einmal lasse ich hier. Immer mal gut zwischendurch noch irgendwas zu finden. Da hätte ich noch eine Biene mitnehmen können, aber dafür habe ich einfach keinen Platz mehr im inneren Paar. Ich bin jetzt wirklich voll bis oben hin. So. Also voll bis oben hin natürlich mit Sachen hier bei Minecraft. Den Rest, habt ihr gesagt? Den haben wir auch schon. Boardgun. Gut. Mushroomgarden würde ich jetzt nicht extra mitnehmen. Da ist eh bloß Pilze drin. Wie der Name schon sagt. Und auch schöne Bäume, den Sakuras. Sachen. Den Kirschblüten. Oh, was haben wir denn hier? Das ist die gleiche, die wir schon mal gesehen hatten. Oh ja, eine Schlucht. Müssen wir erstmal dran vorbei. Kann sein, dass wir hier schon mal vorbeigekommen sind. So. Genau, hier hatten wir das mal gefunden, kann das sein? So, dann haben wir nämlich jetzt eine ganze Menge geschafft. Hier könnten wir übrigens auch mal gucken. Ich lasse das nochmal ein bisschen schwarz. Wenn wir die Karte angucken, könnten wir in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, auch noch Spinnenbäume finden. Und dann könnten wir uns beim nächsten Mal absuchen. Wir gehen jetzt aber erstmal nach Hause.
um, bevor wir nämlich wieder Spinnenbäume oder uns andere Sachen noch aneignen, brauchen wir Platz. Und da müssen wir die Rucksäcke ausräumen und alles Mögliche erstmal optimieren. Ich finde es total cool. Oh, das ist ja cool. Das finde ich auch cool, aber den kann ich gerade nicht pflücken, weil ich keinen Platz habe. Ich finde es total cool, was wir jetzt alles gefunden haben. Und das heißt, wir können eine ganze Menge noch mehr bauen. Wir wischen es auch schon rauf. Cool. Mal gucken, was unsere Felder sagen. So. Hier ging es doch hoch, genau. Dann würde ich mal nämlich erstmal die Tinker-Sachen ein bisschen optimieren. Ja? Mit Redstone und sowas alles. Hier könnten wir die Büsche noch hinpacken. Okay, da haben wir nämlich noch genug zu tun. So. Erst was essen. Und dann heißt es ein bisschen auspacken. So. Charcoal Burning Time. 1600. Ach, wie eine normale Kohle auch. Das finde ich cool. Die würde ich dann mal auch hier hinpacken. Normale Kohle daneben. Die geilen Sachen könnten wir mal aussehen. Habe ich die ganzen Saplings da gepflanzt? Ich glaube nicht, ne? So, was hatten wir denn noch für Gardens hier? Berry, den Gold und den Herbs, ne? Dann muss ich erstmal gucken, ob ich genug Platz habe hier. Erstmal mit hinpacken. Kommt Zeit, kommt Rat. Zipplings passen mir auch gerade nicht so, obwohl ich sicherlich noch das eine oder andere dort an Bäumen brauchen werde. Aber die haben sich wahrscheinlich selbst alle eingepflanzt hier. So. Hab ich die schon unten, die Saplings? Ich weiß es nicht. Ah. Weiß ich eigentlich überhaupt. Ich habe jetzt so viel weiß nicht gesagt. Habe ich schon Zucchinis? Kann ich nachher mal gucken. Wird Zeit, dass wir das Ganze hier nochmal ein bisschen optimieren. So. Iron. Erstmal die ganzen Iron Ore. Das kann nämlich noch mit da rein. Stein. Das lasse ich jetzt erstmal hier. Dann brauchen wir hier Eisen, Aluminium, Zinn, Kupfer. Die passen jetzt nämlich alle in einen rein. Das finde ich richtig. Also in einen Stack, in einen Regal. Ja, Aluminium, Zinn. Und wir haben hier einmal 25 von dem. Aber ich würde jetzt fast den hier nehmen. Und dann nehme ich da den anderen auch schon eingeordnet. Genau. Sehr gut. Cobblestone. Mal gucken. Haben wir den schon? Jetzt jedenfalls ja. Die olle Stairs können wir eigentlich auch selber machen. Iron Bars. Ach. Passt hier irgendwie nicht hin. Muss ich oben mal rein machen. Leafy-Garden muss ich auch auspflanzen. Oh, was ich nicht alles noch habe hier. So, die Beeren brauche ich. Aluminium, Kupfer. Und die Büsche kann ich auch gleich mal irgendwo hinpacken. So, das heißt, wenn ich von den Goldbeeren
Kupfer. Aluminium. Kupfer ist dann hier. Aluminium ist dann hier. So, war hier noch was? Sie sind die Gold-Ore-Berries. Büsche. So. Hier ist so ein anderes Zeug. Mal schauen. Okay, hier sind noch ganz viele Rohstoffe. Yellowrit, Cinnabar. Oh ja, da können wir einiges reinpacken. So, jetzt erstmal Yellowrit. Yellowrit da unten ist jetzt nicht unbedingt etwas. Gold haben wir noch nicht. Eisen. Eisen haben wir schon 4 Stacks plus 26. Das ist echt gut. Ferris. Haben wir hier. Silber. Und da Gold ist auch ganz geil. Lead. Würde ich fast den anderen nehmen, aber können wir auch, gibt's ja auch verschiedene Sachen. Kupfer. Zinn. Haben wir schon, und zwar in der 2. Hier. Dann müssen wir nämlich nachher mal was bauen, dass das automatisch alles eingeräumt wird. Zinnberries. Lied, da haben wir das Lied, was ich will. Nicht das Lied, was ich singen will, sondern das, was hier rein soll. Und die kommen jetzt wieder in alle in eins, das ist gut. Dann brauchen wir nämlich nicht ganz so viel Platz. Eisenbüsche können wir hierin machen. Zinnbeeren. Dann können wir die Eisenbeerenbüsche hier machen, bevor wir die auspflanzen, und die Zinnbüsche dort. Können wir auch nochmal ordentlich mal gucken. Cinnabar ist auch noch etwas, was wir da hinpacken können. So Nacht eigentlich? Natürlich. Erstmal hier pennen. Hoffen, dass kein Creeper kommt. Da trinkst du was und kleckerst. Das ist natürlich nicht so gut, vor allem wenn da die Maus rüber geht. Naja, glücklicherweise nur ein kleines Malheur. So. Die Büsche hier oben, die fallen mir nicht. Ich mach die mal hier unten nach unten. Ich hab ja noch mehr irgendwo. Muss die bloß mal finden. Da haben wir 8 Stück. Das ist mal richtig gut. Da die kein spezielles Licht brauchen, würde ich die erstmal hier hinpacken. So. Dann können sie da alle mal ein bisschen wachsen. Leafy Garden nochmal ausgesät. Und die können sich hier in Ruhe vermehren. So. Ich nehmen wir mal das ganze Holz hier jetzt mit. Muss mal kurz gucken, dass die Saplings da nicht. Deswegen, weil ich mir ein bisschen Platz haben hier jetzt erstmal. Ich glaube, ich werde mir noch ein neue Felder irgendwo anlegen, wo ich das ganze Zeug, was ich brauche, auch anbauen kann, damit ich hier mal ein bisschen mehr Platz zum Bauen habe. Noch viele. Ja, ich wollte eigentlich noch ein paar Themen so anschneiden. Aber wie es ja auch so oft so ist. Man schwafelt sich fest an anderen Sachen. Und ja, in YouTube hat sich ja einiges geändert. Was ich ganz cool finde, ist zum Beispiel, dass sich das Uploaden vereinfacht hat. Das heißt, man kann jetzt was hochladen, mehrfach hintereinander, ohne dass es direkt veröffentlicht wird. Das war früher nämlich nicht so einfach. Kann auch den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen, was enorm viel Zeit spart. Jetzt habe ich auch mal meine alten Videos durchgeguckt und dann gibt es ja wieder so viele Content-Treffer von irgendwelchen Musik. Weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Von
Ja, Leute, die denken, die haben die Rechte an den Titeln, die ich hier irgendwo mal gespielt habe. Und da sind teilweise Sachen drin, da frage ich mich, wie die darauf kommen. Beim einem Video wurde, bei mindestens einem Video, weil ich, was ich gefunden habe, wurde sogar der ganze Ton gesperrt, weil vermeintlich, dort Stücke davon drin waren, musste ich jetzt erstmal Einspruch einlegen. Am schlimmsten fand ich habe letztens ein Video hochgeladen, das war noch nicht mal veröffentlicht und schon war da ein Content-Treffer drauf, gleich mal Einspruch eingelegt und siehe da, völlig falsch justiert. Aber wenn man keinen Einspruch einlegt, ja, dann können die schön Geld mit einem, mit dem Video machen, was man selber produziert hat. Finde ich irgendwie auch scheiße. Ich weiß ja nicht, wie die das, vor allem wie die das screenen. Wenn das Video war noch nicht mal öffentlich und die haben schon einen Content-Treffer, das habe ich mir eigentlich auch gefragt. Also totaler Scheiß hier manchmal. So, Kohle. So, diesen Mist hier. Ich habe ja auch Mist, viel Mist drin. Ich glaube, das muss ich mal offscreen alles ordnen. Auch das habe ich ja jetzt alles runtergebracht. Das kann ich alles nachher mal offscreen nach unten packen, bevor wir was bauen. Macht in die Zeit 26 Minuten. Ja, ich habe schon die letzten Folgen halt gemerkt. Viel zu lang gemacht immer. Teilweise ja fast 40 Minuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Natürlich viel zu lang will ich ja gar nicht. Marble. Mann, so ein Scheiß. Der ist leer, okay. Dann hier irgendwas drin, was ich hier noch reinpacken will. Nee. Höchstens das Zeug, das andere. Goldcoins und doch die Bensachen kann ich genau. So, das heißt. Goldcoins. Das ist alles noch nicht ordentlich. Das ist scheiße. Entschuldigung, doof. Ach, ich muss mir mal dran gewöhnen, nicht mehr zu fluchen. Salz ist wichtig, kommt nach oben. Gunpowder können wir einsortieren. Marble kommt hier auch mit rein. Kommt mit hier rein. Die Pfeile können wir auch noch mit hier machen. Oh gut, warten wir mal kurz noch ab. So, Gunpowder. Noch ein Mehl. Brauch mehr Regale. Ist ja ganz klar. Lapis Lazuli, das. So viel Mist hier, ey. Netherwarzen, Mann, ey. So, Salz kommt nach oben. Natürlich hochspannend, mich das Ganze einordnen zu sehen. Oh, die Mucke. Moment. So, die Mucke passt ja gerade, ja, ne, da muss ich mal kurz weitermachen. Leder. Haben wir in der engen Kiste drin, ich weiß, aber ich jetzt auch nicht gerade. Dann die Boots. Dark Boots können wir mal im Auge behalten. Einmal Kohle. Das heißt, Brennmaterial haben wir erstmal. Lapis Lazuli können wir nachher nehmen für eine Spitzhacke, die wir uns bauen. Können wir noch den Obsidian einordnen? Der muss ja auch noch irgendwo sein. Das ist auch Quatsch hier. So. So, dann haben wir das Ganze mal ein bisschen geordnet. Ember. So, hier mit drin packen. Yucali Sapling. Mal oben mit drin packen, oder? Oder machst du hier mal den Kack loswerden hier. Netherquarz ist wichtig noch. Da müssen wir dann in den Nether. Was ist denn das jetzt hier? Oakwood. Na, das kann man mal gebrauchen. Ach, den Obsidian habe ich schon hier. Dann Obsidian mal hier mit rein.
Pfeile habe ich oben. Das war jetzt der Haupt. Den mache ich mal wieder ganz nach rechts. Dann gucke ich hier noch mal rein. Knoblauch. Das muss alles noch raus. So. Ich brauche mehr Regale. Mehr Regale. Oh ja, Regale. So. Knoblauch hatten wir schon, oder? Der müsste auch mit angebaut sein. Candleberries. Mit hier drin, ey. Raspberries. Strawberries habe ich auf jeden Fall noch. Mal essen. Weißleaf weiß ich auch nicht. Ingwer weiß ich auch nicht. Erstmal Altwind packen hier. So. Alles voll hier. Schöne Sache. So. Das kann nachher nach unten. Mache ich, wie gesagt, offscreen. Ansonsten packe ich jetzt erstmal hier alles rein. Ich habe kurz keinen Platz für den Mist hier. Das muss alles erstmal sein. Deswegen auch schon wieder voll. Die Dinger können hier noch rein. Und ich muss dann erstmal ein paar Sachen wieder ordnen. Ich guck mal ganz schnell, was war jetzt hier noch was drin? Ja, oh ja, viel zu viel. Da hinten ist schon was reif. Ich würde jetzt hier einfach mal kurz durchgehen, so schnell wie es geht. Auch noch nicht fertig, okay. Ginger haben wir also schon, aber dann kann der da oben schon mal drin bleiben. So. Garlic haben wir auch schon, gut. Tomato, Bean. Plant. Nur noch mit aussehen. Cauliflower ist noch nicht fertig. Cabbage ist fast fertig. Alles noch nicht ganz durch. Gut. Das war jetzt nicht gerade. Erdbeeren ist klar. Ih, ist Winter Squash. Hätte ich vorhin einfach gegessen. Finde ich aber okay. Ja, Pferdchen, ich habe einen Sattel. Ne, einen Sattel habe ich noch gar nicht. Ich habe nur eine Rüstung für euch. Mal kurz pennen, bitte. So, wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut. So. Dann. 33 Minuten, ja. Ich wollte nicht so lange machen, sage ich. Und quatsche immer weiter. Bären. Blueberries. Kukumba. Celery. Okay, das heißt, ich brauche dann noch die Zucchinis hier hinten, ne? Ich glaube, die hatten wir nicht hier. Gut. Zucchinis kann ich also aussehen. Und die Raspberries hatten wir die schon? Ja. Ja, also essen. Los. Iss auf, Junge. Und auch den Wein. Obwohl, den Wein würde ich vielleicht eher mit reinpacken. Dich wollte ich. Das packen wir hier hinten hin. Zucchinis. So. Bisschen Platz ist noch. Ja, gut. So, ein bisschen aussortiert habe ich schon, aber ich glaube, wir müssen erstmal neue Regale bauen. Was ist denn da hinten eigentlich? Muss das sein da hinten? Da, da in der Richtung? Komisch aus. Egal. Wir haben jetzt wieder eine Menge geschafft. Menge gefunden und ich habe noch nicht mal alles einsortiert. Wir müssen mal eine Küche bauen.
Wir müssen so vieles bauen. Ich mache jetzt aber erstmal eine Pause. Und muss diese Zeppelins hier mal schnell übernehmen, die er mir alle hingepackt hat. Damit hier mal ein bisschen Platz ist. So. Gut. Hier, das hat sich schon vermehrt. Ziemlich geil. Und da kriegen wir dann nach und nach immer unsere Setzlinge bzw. unsere Samen raus, die wir dann hier einpflanzen können. Und mit denen wir unser Feld erweitern können. Alles klar. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.